Damit ist das jetzt, ja. Heavy Metal im Endeffekt, ja. Das ist nichts, was man mit dem Reich oder mit solchen bekannten Gruppen zu tun hätte. Ja, das ist jetzt einfach so. Ja, sind wir diese Musik nicht schon bezeichnet. Ja, was ist das hier? Ein Kind? Schädel aus Kunststoff, andere Waren aus Kunststoff. Ja? Nein. Wir suchen eine Möglichkeit, an die Flüssigkeit ranzukommen, weil die anderen, die sie reingetan haben, sind ja auch irgendwie da rangekommen. Immer. Ja, immer. Da können sie machen, was sie wollen. Alkohol, 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 Alkohol. Randy. Aber wir sind die dämlichen Gummistumpf. Man kann ihm ruhig glauben. Also er macht das, wie gesagt, schon 25 Jahre. Ich beziehe das auf Sehschang-Zhuang-Gu-Gau. Ich sag mal, Erotik ist zum Beispiel, ja, wenn man keine Geschlechtsteile sieht, also die sind schon nackt, aber nicht ausgezogen, also die sind nackt, aber man kann keine Geschlechtsteile sehen. Ja, hier müssen wir jetzt gucken, ob die Kinder nackt dargestellt werden. Das ist jetzt keine harte Pornografie. Nehmen wir zum Vorschein ein weißes Pulver, was ich in der Hand reibe und sich dann sehr seidig anfühlt. Und dann weiteres Indiz. Der Geruch ist typisch für Kokain, also dieser starke benzolhaltige Geruch. Und um uns ganz sicher zu sein, machen wir noch einen Test. So. Und Sie sehen sehr schön, es nimmt diese Farbe an. Also es handelt sich hier um Kokain. Kokain. Ob der nur so drauf ist. Hier zum Beispiel, hier hinten ist ein kleinerer Junge, auch nackt. Wie gesagt, 18 Jahre, aber kann nicht mehr haben. Ja, kann man auch nicht erkennen. Zettelspiele. Ab 18 Jahre können wir diesen Film haben.